Ich muss jetzt gleich los, um die Nelkenstraße zu sperren. Oh, davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Ja, das ist nur vorübergehend, weil heute wegen der Großbaustelle ein Kran aufgestellt werden muss und noch anderes angeliefert wird. Ach so, alles klar. Guten Tag, ich bin Martin Overbeck. Marc Holzer, guten Tag, ich bin hier der Bauleiter. Ich sperre jetzt die Straße ab. Ja, das ist gut. Wie Sie sehen, steht der Kran bereits schon. Wir richten jetzt gerade die Baustelle ein. Der Bürocontainer, der kommt da hinten hin. Okay, nachher soll der Tieflader mit dem Bagger kommen und dann hätten wir es dann erstmal. Okay, in Ordnung. Mensch, pass doch auf. Wir hatten die Tür vom Bürocontainer nicht abgeschlossen. Ach, sowas. Ah, zum Glück, mein Stuhl ist noch ganz. So, dann wäre jetzt hier abgesperrt. Das Werkzeug ist auch schon da. Hier im Container ist alles drin. Hallo, wir sind die Vermesser. Prima, Sie können direkt mit dem Einmessen beginnen. Sarah, wir haben doch hier jetzt in der Nelkenstraße eine große Baustelle. Das würde unseren Jungs bestimmt gefallen. Kommt doch mal vorbei. Ich bin ja auch da. Gute Idee. Wir sollten ohnehin mal raus an die frische Luft. Die Jungs toben die ganze Zeit nur auf dem Sofa herum. Okay, dann bis gleich. So, das wär's dann. Danke, tschüss. Wir brauchen nun als nächstes den Bagger für den Aushub. Wo bleibt der denn? Bist du schon auf dem Weg? Wir brauchen den Bagger. Alles klar, bis gleich. Hallo. Hallo. Oh, hallo Papa, was ist denn da los? Da wird ein Haus gebaut. Toll, ich will zuschauen. Die fangen ja jetzt erst mit der Bodenplatte an. Da kommt ein Bagger, Papa, schau. Stopp. Alex, kommt mal da weg. Der Bagger muss jetzt da durchfahren. Kann ich denn jetzt die Straßensperrung aufheben? Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt fertig. Der Tieflader fährt nun ab. Ah, haben Sie noch Verstärkung mitgebracht? Ja, das ist meine Familie. Meine Zwillinge Paul und Alex wollen hier wohl noch eine Weile zuschauen. Klar, das könnt ihr gerne machen. Ich bin übrigens Ben, der Baggerfahrer. Ah, hallo Ben. Ich muss jetzt wieder los. Viel Spaß euch noch. Danke. Paul und Alex bekomme ich hier so schnell wahrscheinlich nicht mehr weg. Tschüss. Ja, hier bitte alles 80 cm tief abbaggern, damit das Ganze auch frostsicher wird. Bin schon dabei. Kommt noch ein Laster. Das ist so toll. Ich würde auch gerne mal einen Bagger fahren. Ich auch. Oh, wir sind auf ein Rohr gestoßen. Was ist denn das für eine Leitung? Die ist natürlich mal wieder nicht im Plan. Ich werde mal kurz telefonieren. Einen Moment. Mensch, was da immer alles zum Vorschein kommt. Das ist wohl nur ein altes Abwasserrohr. Das können wir rausholen. Sie haben ein Rohr ausgebaggert. Was ist denn da schon wieder? Schau mal, sie haben eine Kiste ausgebuddelt. Wow, das sieht aus wie ein Piratenschatz. Was da wohl drin ist? Piraten in Hausach? Das glaube ich jetzt weniger. Na, die Kiste ist leer. Weg damit.
Mann, was man hier alles findet. Immer dieser Lärm. Den ganzen Tag Lärm. Wir gehen jetzt wieder nach Hause, Jungs. Nein. Doch, ich muss mal was Abendessen kochen. Und Mia ist schon ganz müde. Nein. Aber die Mia kann doch hier im Wagen schlafen. Nein, Paul, bei diesem Lärm kann die Mia nicht schlafen. Und essen müssen wir doch auch etwas. Wir wollen aber noch sehen, wie der Betonmischer kommt. Ach je, na dann rufe ich jetzt den Papa an. Vielleicht kann er mich ablösen kommen. Ich mache mir noch eine Thermoskanne Kaffee und dann komme ich. Da bist du ja endlich. Mensch, wie viel Kaffee hast du denn gemacht? Seit ich zu Hause bin, habe ich noch keinen einzigen getrunken. Aber das mache ich jetzt hier. Ja. Wir sind dann mal weg. Ich rufe dich an, wenn das Abendessen fertig ist. Prima. Alles rüttelt und schüttelt. Oh nein, meine Thermoskanne ist in die Baugrube gefallen. Oh nein, da unten liegt sie. Und gleich kommt der Bagger. Da unten, meine Thermoskanne. Hier, bitteschön. Wow, danke. Mein Feierabend ist gerettet. Jetzt das Eisen. Gleich kommt der Betonmischer. Okay, wir kommen. Jungs, das Abendessen ist jetzt fertig. Kommt, wir gehen. Alex, schau mal da, da glitzert etwas. Ich wusste es, es ist eben doch ein Piratenschatz. Den müssen wir holen. Kommt jetzt endlich, Jungs. Wir müssen später nochmal her. Dürfen wir nach dem Essen nochmal zur Baustelle? Da arbeitet jetzt niemand mehr, Paul. Wir wollen nur schauen, ob der Beton schon trocken ist. Also ich gehe nicht mehr hin. Ich bin schon den ganzen Mittag dort gestanden. Also ich bin jetzt auch zu müde. Dürfen wir Lena fragen, ob sie mit uns schnell hingeht? Wir bleiben auch gar nicht lange. Na gut. Okay, ich komme mit. Anna auch. Ihr dürft dort aber keine Baugeräte anfassen, hört ihr? Ja, wir schauen nur, Mama. Wo war es denn? Gar nicht so weit vom Zaun entfernt. Siehst du es glitzern? Ja, stimmt. Ist das Gold? Das ist ein Piratenschatz. Wow. Ich hole ihn. Da kommt jemand. Versteckt euch. Endlich ist hier mal Ruhe. Das wurde ja auch Zeit. Das war knapp. Fast hätte sie uns gesehen. Ihr passt auf. Wenn jemand kommt, gebt ihr sofort Bescheid. Okay. Du musst aber aufpassen, Lena. Du darfst nicht in den Beton abrutschen. Der ist noch nicht trocken. Oje, hoffentlich passiert nichts. Sonst bekommen wir Ärger mit Mama und Papa. Jetzt seid mal still, sonst fallen wir hier nur auf. Ich hab's. Und was ist es? Was ist es? Eine 2-Euro-Münze. Hat wahrscheinlich mal jemand verloren. Was man hier nicht alles findet. Leider keine Goldmünze. Aber trotzdem nicht schlecht. Dürfen wir die jetzt behalten? Ja, sie gehört euch. Wir können auch teilen. Nein, behaltet sie, oder Anna? Ja klar, ihr habt sie ja auch entdeckt. Cool, ich finde 2 Euro sind auch ein Schatz. Jetzt müssen wir aber schnell wieder nach Hause. Und wenn mal wieder irgendwo eine Baustelle ist, gehen wir wieder zuschauen. Vielleicht finden wir ja wieder einen Schatz. Wir hoffen, euch hat unsere Geschichte auf der Baustelle gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Abonniert auch unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Geschichte wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!